zweiter Geburtstag für diesen YouTube-Kanal. Letztes Jahr zum Einjährigen habe ich gesagt, ich mache noch mindestens ein Jahr weiter. Das Jahr ist um. Was hat sich getan? Geht es weiter? Und wie? Schaut mit mir zurück auf mehr oder weniger Erfolgreiches und erfahrt, was kommen und was sich ändern wird. Und es wird sich was ändern. Was gab es denn in den letzten 12 Monaten? 55 lange Videos, in der Regel so um 10 bis 12 Minuten lang, und 8 Shorts. Habe ich mit dem Kanal Geld verdient? Nein, noch lange nicht. Dazu fehlen mir noch viele, viele Abonnenten, Abonnentinnen, und auch die gespielten Stunden reichen dafür noch nicht aus. Trotzdem hat sich der Kanal natürlich positiv entwickelt. Es sind viele neue Menschen dazugekommen, die diesen Kanal abonniert haben, aber dennoch ist der Großteil der Besucher und Besucherinnen Eintagsfliegen. Das heißt, sie kommen durch YouTube-Empfehlungen oder finden zufällig diesen Kanal und schauen sich dann mal ein Video an. Insgesamt hat sich aber natürlich die Anzahl verdrei- bis vierfacht, sodass ich heute bei knapp 800 Abonnenten bin. Was ist denn inhaltlich auf meinem Kanal passiert? Der Großteil, nämlich fast 50%, wird immer noch durch die mehr oder weniger technischen Themen bestimmt, also Licht- und Aufnahmetechnik. Die andere Hälfte geht mehr auf die weichen Faktoren, also Empathie, Posing, Kommunikation und Erfahrungen. Diesen Teil habe ich dann mal etwas geschärft und gesagt, es geht hier um deine persönlichen Erfahrungen, um deine Einstellung zur People-Fotografie. Als Erinnerung, worum es eigentlich in diesem Kanal geht, schauen wir uns einfach noch mal ein paar Beispiele an und ich gehe in der Reihenfolge vor, wie ich sie eben schon genannt habe. Erst die technischen Themen, dann die weichen Themen. Licht und Lichttechnik. Es geht bei diesem Themenbereich darum, wie du dein Licht findest, wie du es einsetzt oder auch wie du es steuerst. Sei es natürliches Licht mit Reflektoren oder künstliches Licht mit Dauerlicht oder Blitzlicht. Wow, was für ein tolles Licht. Wie hat der Fotograf, wie hat die Fotografin das dann eigentlich gezaubert? Ja, wie wurde die Lichtwirkung denn erzielt? Welches Licht war denn vorhanden oder wurde eingesetzt? Man kann dieses Lichterlesen trainieren. Wir schauen nicht nur nach dem Licht, wir schauen vor allen Dingen auf die Schatten. Zum Beispiel bei der Nase, neben der Nase oder unter der Nase. Gibt es überhaupt Umgebungslicht? Gibt es Raumlicht, um die Haare zu beleuchten und vom Hintergrund zu trennen? Das Auge ist halb gewölbt und bietet eine wunderbare Projektionsfläche mit den Spiegelungen. Welche Standardlichtsetzung gibt es denn? Wenn ihr dann diese Lichtsetzung verstanden habt, dann versucht sie doch einfach mal nachzumachen, wie ihr die Lichtsetzung aus den Fotos herauslesen und für eure eigenen Bilder einsetzen könnt. Aufnahmetechnik, dein technisches Handwerkszeug, wie du deine Kamera bedienst, dass du scharfe, unverwackelte Aufnahmen machen kannst, dass du Kompositionstechniken kennst, dass du dich aber auch mit Software wie zum Beispiel den Bildbearbeitungsprogrammen auskennst. Ich habe Cassidy und Kiki als Models, die wirklich sehr versiert sind, sich in der ganzen Gothic-Fashion-Szene auskennen. Wir haben hinter unserem Studio einen dunklen Gang mit einem ganz tollen Lastenaufzug. Also überlege ich mir zunächst mal, zu welchem Outfit welche Ansicht meiner Location passt. Das sieht ja schon ganz edel aus. Vor allen Dingen bist du dann auch locker 10 cm größer. Deshalb positioniere ich eine Softbox von oben, die runter scheint. Ah, der Ausdruck ist cool. Wow. Empathie, die fortgeschrittene Kommunikation sozusagen. Du erkennst vor und nach, aber vor allen Dingen während des Fotoshootings die Stimmungen, die dein Modell aussendet und auf die du entsprechend reagieren kannst. Einfühlsam, verständnisvoll, aber immer darauf bedacht, dass es der Person vor der Kamera auch gut geht. Homeshooting, wie geht denn das überhaupt? Wir werden heute, glaube ich, 2 oder maximal 3 Sets fotografieren können. Und das Licht scheint hier auf die Couch. 35 mm leichtes Weitwinkel habe, dass ich so ein bisschen noch von dem Raum mitbekomme. Das ist cool. Set Nummer 2, wir sind im Schlafzimmer. Weil hier in diesem Raum ist alles so hell und so weiß. Ich nehme dich auf, Niki, von oben den Haaren bis übers Knie. Wem würdest du so ein Homeshooting empfehlen als Model? Es ist wichtig, dass der Fotograf so ein bisschen eine Ahnung hat, was er macht.
kann auch sehr schnell komisch wirken. Komisch billig? Billig, genau. Okay. Also man sollte als Model schon mal ein bisschen Erfahrung haben? Ja, auf jeden Fall. Posing, das Handwerkszeug für Modelle, wo es darum geht, für den Aufnahmebereich passende, interessante Posen zu finden und diese auch umsetzen zu können. Du als Fotografin, Fotograf, solltest das anleiten können oder im besten Fall natürlich auch selbst vormachen können. Posing am Strand, eine heikle Sache. Das kann mächtig in die Hose gehen. Für unsere Commercial Models, Selina und Simone, sind das auch nicht alltägliche Shooting-Situationen. Aber es gibt auch einige Posen am Strand, bei denen Körperdrehung und Perspektive entscheidend sind. Dann ziehst du doch auch nicht deine Bikinihose unter die Achseln und wälzt dich mit verdrehten Augen im Sand. Und die Kontrapasshaltung sitzt. Nicht stehen bleiben, sondern versuchen, tatsächlich die Haare zu richten, wird es sich selten vornüber beugen, weil dann Falten am Bauch entstehen. Wird es sich mit den Armen und Händen eher nach vorne abstützen. Kommunikation, die wesentlichen Voraussetzungen, um sich zwischen Fotograf, Fotografin und Model verständigen zu können. Also die einfachsten Anweisungen wie rechts, links, oben, unten oder auch erstmal die Tatsache, überhaupt mit den Personen ins Gespräch zu kommen und nicht stumm vor oder hinter der Kamera zu agieren. Weil man möchte ja auch mit dem Fotografen das bestmögliche Ergebnis erzielen und da keine Interaktion zu bekommen. Das Model muss ja nur kommen und da sein und nach dem Shooting ist sozusagen der Job des Models beendet. Da tausend Ausflüchte und Ausreden wurde man dich blockiert, hingehalten. Genau, oh, man wurde blockiert, man hat gar keine Nachricht mehr bekommen und ich würde das mehr unter E-Commerce oder sowas abfertigen. Ja, oder wie es so schön heißt, so Street Style. Ja, genau. Wir gehen mal raus und fotografieren. Man sollte doch meinen, dass das irgendwie doch schon mal durchgedrungen ist, was heutzutage quasi gar nicht mehr geht. Das ist auch leider nicht bei Fotografen nur so, die gerade vielleicht angefangen haben, sondern es gibt auch viele in der Branche, die, ich sag mal, einen höheren Rang oder einen höheren Namen haben. Drei Dinge, die uns beim Fotografieren, bei den Fotografen, Fotografinnen oder bei den Models am meisten nerven. Deine Einstellung, mit welcher Denkweise du als Mensch vor oder hinter der Kamera an ein Fotoshooting herangehst, wie du planst, wie du vorbereitest, wie du die Durchführung gestaltest, aber auch die klare Vorstellung, was möchte ich denn gerne mit der Fotografie oder dem Fotografiertwerden erreichen? Warum lasse ich mich fotografieren? Warum fotografiere ich? Fotografischer Stil, was ist denn das überhaupt? Hast du das? Wie kriegt man den und braucht man den? Das über Jahre hinweg und natürlich erkennt man ihre Bilder sofort wieder. Jede Menge Bildbeispiele aus den letzten 15 Jahren. Wie alt du jetzt bist, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest, was um dich herum wichtig ist. Ich fotografiere ja sowieso nur das, was mir gefällt. Dann heißt es, dass meine Wünsche, meine Fantasien in die Bilder mit einfließen, wie ich das Thema heute sehe. Das waren die 6 Bereiche, die für mich und für diesen Kanal wichtig sind. Und wenn ich nochmal zurückschaue auf das Vorjahr, dann hat sich etwas verändert, dass es doch mehr technische Themen geworden sind als im Vorjahr. Licht- und Aufnahmetechnik haben zugenommen, Empathie, Posing, Kommunikation und Mindset, so heißt ja dann deine Einstellung, haben dagegen leider etwas abgenommen. Das möchte ich natürlich in Zukunft wieder ändern. Was hat sich sonst im letzten Jahr bei meiner Fotografie getan? Ich war weiterhin fleißig, habe 87 Fotoshoots durchgeführt und es hat sich die Anzahl an professionellen Aufträgen für die Videografie erhöht. Wie schon berichtet, musste ich leider im Frühjahr mein Studio aufgeben bzw. meine Studiobeteiligung und bin da jetzt zum Herbst natürlich aktiv auf der Suche nach einem Ersatz. Was Social Media, insbesondere Instagram angeht, dann bin ich weiterhin faul. Ich habe einfach keine Lust auf dieses Posten und auf irgendwelche Reaktionen zu warten, die mir im Grunde genommen nichts bringen. Ich war immer schon der Meinung, dass Erfolg nicht an den Followern und Like-Zahlen auf Social Media zu messen ist. Deshalb habe ich konsequent immer darauf verzichtet, auf diese Zahlen zu achten. Mit anderen Worten, es war mir egal. So habe ich tatsächlich nur alle 4 bis 6 Wochen mal irgendwo ein Foto veröffentlicht und viele Fotos bleiben einfach ungezeigt. Nur auf YouTube bin ich regelmäßig aktiv und das macht mir auch großen Spaß. Was ich mir wünsche für mich und für diesen Kanal ist,
mehr Zusammenarbeit. Mehr Zusammenarbeit mit anderen Fotografinnen und Fotografen. Das mache ich zwar schon sehr viel, aber es könnte noch mehr werden. Und auch Kollaborationen mit anderen YouTubern fände ich sehr spannend. Die Bereiche Posing, Kommunikation, Empathie würde ich wieder gerne verstärken. Und dazu wäre es toll, wenn ein weibliches Model mich dabei unterstützt und wir gemeinsam Videos produzieren. Wenn ihr also jemanden kennt oder selbst ein Model seid, das Lust auf so eine Zusammenarbeit hat, dann kontaktiert mich gerne. Ich muss mehr die Werbetrommel rühren. Marketing ist meine absolute Schwäche. Ich möchte gerne natürlich, dass dieser Kanal weiter wächst. Ich muss mehr dazu aufrufen, Abonnements abzuschließen, Beiträge zu liken, damit YouTube mich mehr sieht. Ihr hört es aber natürlich daraus, es soll weitergehen. Und genauso wie im letzten Jahr würde ich jetzt auch wieder behaupten, ich mache noch ein Jahr weiter. Aber es wird sich etwas ganz Grundsätzliches ändern. Dieser Kanal wird ab der nächsten Folge einen neuen Namen bekommen. Nämlich einfach rindelaub.net. Der Name soll einfacher sein, nicht so kompliziert. Er soll eine Verbindung zu mir aufbauen und natürlich auch dann genauso heißen wie meine Webseite. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ihr wisst jetzt, wie sie heißt. Was wünscht ihr euch denn? Videos zu welchen Aufnahmebereichen? Weiterhin technische Themen, Aufnahmetechnik und Licht? Oder mehr die weichen Faktoren wie Empathie und Posing? Oder ganz grundsätzliche Dinge wie dein Mindset, deine Einstellung und die Kommunikation. Aus dem letzten Jahr habe ich noch mitgenommen, dass ihr euch Bildkritiken wünscht, also dass ich eure Bilder bespreche. Wärt ihr denn bereit, mir eins eurer Bilder zu schicken für eine Besprechung? Dann mache ich das gerne. Gibt es Meetups, die ich mal besuchen sollte? Veranstaltet ihr vielleicht selbst so ein Meetup? Soll ich dann mal zu euch kommen, dort fotografieren, mit euch sprechen und einen Beitrag dazu machen? Auf all das habe ich Lust und es soll weiterhin so vielfältig bleiben, wie es ist. Bisher poste ich das, was mir in den Sinn kommt, das, was mir gefällt und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Also, weiter so.